Hallo und herzlich willkommen bei eurem IoT-Channel. Hier ist Elisabeth von ECBM. Wir haben uns die letzten Male mit Sensoren beschäftigt. Sensoren messen Dinge. Das sind quasi die Sinnesorgane Haut, Augen, Ohren. Aber ich will natürlich auch steuern mit dem Internet der Dinge. Ich will zum Beispiel Sachen machen wie, wenn ich messe, dass die Temperatur größer ist als 21 Grad, schalte die Heizung aus. Und das Schalten, das nennt man einen Aktor. Ich habe mal einen kleinen Aktor mitgebracht, das ist so ein kleiner Spielzeugmotor. Wenn man selbst mit dem IoT ein bisschen rumbastelt, dann kann man den entsprechend benutzen. Der dreht Dinge, kann man hier hinten sehen, damit kann man, ist ein Drehmotor. Der wird gesteuert von einem Microcontroller in der Regel und kann diverse Dinge schalten. Soweit, so einfach. Ein Aktor steuert, schaltet, macht solche Sachen. Das ist grundsätzlich das gleiche Prinzip. Daten gehen von der IoT-Plattform über ein Netz zu dem Gerät, halt die andere Richtung. Ich muss beim Schalten natürlich ein paar Sachen beachten, denn wenn es beim Messen manchmal egal ist, wie lange es dauert, bis die Information bei der IoT-Plattform ist und manchmal bei manchen Anwendungsfällen auch nicht so schlimm ist, wenn nicht jeder Wert ankommt, da ist es beim Schalten natürlich komplett andersherum. Ich muss da eine große Zuverlässigkeit haben. Ich muss sicherstellen können, dass die Nachricht ankommt und sich am Ende was bewegt. Wie schnell sie ankommt oder ankommen muss, kommt komplett auf den Anwendungsfall an. Wenn ich mir überlege, ein autonomer Gabelstapler fährt durch die Lagerhalle, dann muss der sofort die Nachricht erhalten. Die Latenz, also die Zeit zwischen Versand und Ankunft der Nachricht, muss sehr, sehr klein sein, weil dieser autonome Gabelstapler bei Gefahr sofort stoppen können muss. Wenn ich aber eine Abwasserpumpe schalte, die irgendwann mal ausschalten muss, wenn der Wasserstand dann so ungefähr größer, kleiner x ist, dann habe ich halt ein bisschen Zeit. Dann ist es ziemlich egal, ob die Nachricht in einer Millisekunde, einer Sekunde oder einer Minute ankommt. Und das muss ich mir überlegen und dementsprechend auch Entscheidungen für das Netz treffen, das ich verwende, um eben zu schalten oder zu steuern. Da muss ich vor allem bei Funknetzen ganz besonders aufpassen, denn Funknetze haben die Eigenschaft, dass manchmal was im Weg stehen kann. Und wenn es nur ein LKW ist oder ein riesen Schneesturm, dann kann es manchmal passieren, dass Funknetze ihre Zuverlässigkeit ein wenig einbüßen. Das heißt, ich muss ein sehr, sehr gutes, redundantes Netz haben, wenn ich über dieses IoT-Netz schalten und steuern will. Also, denkt über die Netzqualität nach. An sich ist Schalten und Steuern genauso wie Messen, nur dass man wahrscheinlich eine größere Zuverlässigkeit und oft eine geringere Latenz braucht als beim reinen Messen. Danke fürs Zuhören und macht's gut, bis zum nächsten Mal.